Die sechs Gemeinden Bad Ragaz, Filters, Wangs, Melz, Sargans, Warta und Pfäfers sind bereit, den Bizolbahnen finanziell unter die Arme zu greifen, mit jährlich 540'000 Franken, insgesamt in 6 Jahren 3,24 Millionen. Wenn alle Gemeinden zahlen, ist der Kanton bereit, einen Restrukturierungsbeitrag von insgesamt 900'000 Franken zu zahlen. Das ist am 2. November in der Pressemitteilung publik geworden. Und jetzt steht das dann kurz vor den Abstimmungen in den einzelnen Gemeinden. Und darum hat es mich interessiert, von Markus Oppliger, vom Verwaltungsratspräsidenten der Bizolbahnen, wie er das sieht. Und zuerst hat er mir erläutert, wie die Ausschüttung genau vonstatten geht. Also, das ist so, vom Kanton kommen wir 900'000 Franken über und von diesen 6 Gemeinden kommen wir insgesamt 3,2 Millionen Franken über. Das heisst, während 6 Jahren 540'000 Franken. Und die 900'000 Franken vom Kanton, die kommen wir in den ersten 3 Jahren über. Und die Idee ist, dass wir im ersten Jahr 400, im zweiten 300 und im dritten Jahr 200'000 Franken überkommen. Dann hat der Kanton natürlich eben Bedingungen gestellt, dass nur wenn alle Gemeinden eben jährlich den Betrag von 540'000 Franken zahlen, dass nur dann der Kanton auch zahlt? Ja, also es hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist einmal, dass zuerst alle von diesen 6 Gemeinden müssen in diesen Abstimmungen zusagen. Und grundsätzlich kann man sagen, dass sie das annehmen. Dann zahlt der Kanton auch. Das ist einmal der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, dass jedes Jahr muss dann unsere Revisionsstelle die Einhaltung von diesen Bedingungen bestätigen. Und wenn diese Bedingungen eingehalten sind, dann wird der Betrag für das nächste Jahr auch ausgeschüttet. Aber was sind denn das für Bedingungen? Ja, das sind insgesamt 10 Bedingungen. Und das sind zum Teil eher informelle Sachen und dann hat es auch materielle Sachen dabei. Ich gebe ein paar Beispiele. Es heisst zum Beispiel, man dürfen keine Dividenden ausschütten. Es heisst zum Beispiel, dass wenn der Kanton und Gemeinden das Gefühl hätten, dass mit unserer Rechnungslegung etwas nicht in Ordnung ist, dann haben wir eine umfassende Offenlegungspflicht. Dann heisst es, wenn wir Darlehen aufnehmen würden, dürften wir die neuen Darlehen mit Sicherheit nicht besser stellen als die bereits bestehenden Darlehen. Das sind Punkte, die können wir relativ einfach einhalten. Dann gibt es aber auch Punkte, wo der Kanton und Gemeinden sagen, bevor wir investieren, müssen die Finanzierungen sichergestellt sein. Und ein weiterer Punkt, den man von uns verlangt, ist, dass wenn sich solche Finanzierungslücken abzeichnen, dann müssten wir zum Vornherein sagen, wer denn die Finanzierungslücken würde decken. Aber du, da wird ja so fast ein Staatsbetrieb, oder? Nein, das klingt jetzt ein bisschen formalistisch und da muss man halt schon sehen, wenn Politik, sprich Gemeinden und der Kanton so etwas machen, dann ist es halt schon üblich, dass man das mit gewissen Bedingungen umrahmen und dass man das an gewisse Bedingungen knüpfen. Ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt, ich hoffe einfach, dass man dann da nicht eine allzu formalistische Auslegung dieser Bedingungen vornimmt. Jetzt redet man immer vom strukturellen Defizit. Ja. Also was ist da genau darunter zu verstehen? Also strukturell Defizit, das bedeutet, dass Bizolbahnen mit der jetzigen Struktur langfristig höhere Kosten hat, als wir Einnahmen im Jahr haben. Das heisst, wir können unsere laufenden Kosten nicht mit laufenden Einnahmen decken. Da hängt mit den Wiederzubringern zusammen vor allem. Ja, das strukturelle Defizit hat natürlich mehrere Ursachen, aber die Hauptursache ist sicher, sind die zwei Zubringer, weil das sind unsere zwei schwersten, teuersten und personalintensivsten Anlagen. Und die müssen wir betreiben und die laufen, dort wir viel oder wenig Leute haben. Das ist einmal ein Punkt. Der zweite Punkt. Aber das bleibt ja, das ist in 6 Jahren nicht vorbei, oder? Das ist so. Genau. Das heisst, man ist angewiesen auf gute Winter. Die letzten 3 Winter sind nichts gewesen. Jetzt der Winter gab es gut. Also. Der Winter, ja, auch da muss man relativ sein. Der Winter hat sehr gut angefangen, im November und im Dezember. Wir erinnern uns aber alle an die
schlimmen Zeiten jetzt Anfang Januar, wo wir sehr viel Wind hatten. Wir haben sehr viel Schnee gehabt, wir haben wegen Lawinengefahr und Wind zum Teil die Bahnen nicht können laufen lassen. Und das ist natürlich nicht gut für uns. Eben, also mit anderen Worten, man ist natürlich auch abhängig vom Wetter. Gell? Das Sommergeschäft ist super, aber im Winter ist es immer ein bisschen problematisch. Mal zu wenig Schnee, mal zu viel Schnee. Aber was sicher etwas braucht, ist natürlich der Schwammlift, die Bescheidungsanlage, also schlägt keine Geissen weg. Also man sagt dann immer, jetzt machen sie Investitionen. Aber ohne diese Investitionen, das zeigt sich weltweit, kann man den Wintersport in der heutigen Zeit einfach kaum mehr aufrechterhalten, oder? Das ist absolut richtig. Und alle, die sich mit dem Wintersport intensiv befassen und das sagen unisono alle Stimmen, und das schlägt keine Geissen weg. Ohne Schnee gibt es keine Piste und ohne Piste gibt es keine Gäste. Und wenn man das anschaut, wie international der prozentuale Anteil von beschneiten Pisten ist, der ist in Italien ist der über 80%. In der Schweiz ist er 49%. Über alles gesehen und am Pizzolgebiet ist er bei 18%. Und das zeigt einfach, wenn wir wenig Schnee haben in den kritischen Lagen, ist es für uns schwierig, ein gutes Pistenangebot zu bieten. Es zeigt sich aber auch, wenn es wenig Schnee hat, dass Pisten und Pizzol wirklich sehr gut sind. Ich habe früher einmal, hat man einmal gesagt, es hat viel Steine und so. Ich bin wirklich viel unterwegs und Pizzol sind wirklich hervorragende Pisten. Und der Pizzol zeigt, dass man eben auch in diesen Lagen ab 1200 Meter wirklich super Pisten herbringt, auch wenn der Winter mal nicht dementsprechend gut ist. Hast du jetzt, was die Finanzierung betrifft, die 900'000 vom Kanton in den nächsten 3 Jahren und die JSE 540'000 von der Gemeinde, hast du Hoffnungen, dass das hält? Weil einen Plan B gibt es ja gerade nicht, oder? Also wir haben keinen Plan B. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr haben wir den Gemeinden und dem Kanton aufgezeigt, wie unsere Situation ist. Glücklicherweise haben sich die können zusammenfinden zu einer Lösung, um uns jetzt einmal unterstützen. Und man will uns jetzt während diesen 6 Jahren helfen. Aber man kann einfach nicht davon ausgehen, dass wenn wir an der Struktur nicht ändern, dass sich da in unserem Defizit wahnsinnig viel ändert. Mit betrieblichen Massnahmen und mit zusätzlichen Einnahmen können wir sicher noch das eine oder das andere rausholen. Aber ich glaube, es wäre eine Illusion zu glauben, wenn die Pizzolbahnen innerhalb von 6 Jahren aus eigener Kraft könnten das strukturelle Defizit beseitigen. Das heisst mit anderen Worten, wenn die Bevölkerung nicht mitmacht, ist sie auch eigentlich mitschuldig im Grounding, oder? Ja gut, das ist jetzt eine sehr intensive Aussage. Aber man kann sagen, wenn wir, woher auch immer, nicht die Gelder überkommen, wo es braucht, um die beiden Bahnen, insbesondere die beiden Zubringer, betreiben, dann können wir es halt nicht mehr betreiben. Das ist richtig. Bis im März weiss man es, glaube ich, gell? Ja, bis die letzten Gemeindeversammlungen durch sind. Das wird dann Anfang Mitte April sein. Plan B, die letzte Frage. Also, jetzt sag nur, eine Gemeinde schert aus, dann gibt es neue Verhandlungen oder siehst du da eine Möglichkeit? Ich meine, du bist ja da auch ein gewiffter Taktiker, du kennst dich der Materie aus, du bist nicht nur engagiert für ein Pizzol, sondern du kennst dich auch im wirtschaftlichen Bereich sehr gut aus. Also, gibt es da unter Umständen Möglichkeiten? Möglichkeiten gibt es immer, aber die Möglichkeiten brauchen das Entgegenkommen und einen Willen von sämtlichen involvierten Parteien. Also das heisst, man muss mal sehen, dass Pizzolbahnen durch den laufenden Betrieb kann sicher die laufenden Betriebskosten, sprich Personal, Strom, Diesel usw., das könnten wir aus dem laufenden Betrieb finanzieren. Was wir sicher nicht könnten finanzieren ohne fremde Hilfe, das sind die Amortisationen der Darlehen. Wenn jetzt also ein Gläubiger oder die Gläubiger alle miteinander würden sagen, ja, wir brauchen jetzt für ein Moment keine Amortisationen, dann käme es nicht zu einem Grounding. Wenn aber unsere Gläubiger würden auf ihrem Recht beharren und würden sagen, wir setzen jetzt unser Recht durch, dann wären wir de facto zahlungsunfähig. Und das würde bedeuten, dass wir müssten Bilanz deponieren. Markus Oppliger, Verwaltungsratspräsident der Pizzolbahnen, vielen Dank für die offenen Worte. Wir sind jetzt durch feiner gemeinsam zu anderen gegangen, um mal eine Einschätzung überzukommen, wie steht es dort mit dem Engagement.
Bürgerinnen und Bürger in Warta stimmen jetzt eben über den quasi 6-Jahres-Beitrag bei Zoll ab. In der Pressemitteilung stand 6 mal 28.100. Wie ist das genau, Beat? Es ist so, dass wir insgesamt 168.000 Franken, das gibt eben 6 mal 28.000 Franken, über 6 Jahre finanzieren. Wobei wir haben folgende Lösung, dass wir davon 140.000 Franken in Form von einem gewährten Darlehen erlösen und somit noch einen Barbeitrag von 28.000 Franken der Bürgerschaft zur Genehmigung unterbreiten. Also Darlehen heisst, nach 6 Jahren muss der Bezahler das wieder zurückzahlen? Nein, das Darlehen, das wir jetzt gewährt haben, im Umfang von rund 140.000 Franken, wird auf einen Schlag abgeschrieben. Die Gemeinde Wartau hat das Darlehen bereits jetzt mit dem Jahresabschluss 2017 faktisch schon auf null reduziert. Und somit ist eigentlich die Nettobelastung für den Bürger 28.000 Franken, also das wird die Fragestellung sein, ist der Bürgerinnen und der Bürger, der Pizol, für die nächsten 6 Jahre 28.000 Franken wert, also es sind nicht einmal 5.000 Franken faktisch jährlich und ich glaube, ein Naherholungsgebiet, wo man wandern, Skifahren kann, wo so nach liegt, sollte uns das wert sein. Vor allem, wenn ich vergleiche, dass eine Stadt Buchsen für ihre beiden Hallenbäder bzw. für das Freibad über 700.000 Franken jährlich aus der Gemeindestadtkasse finanziert tut, ist es, glaube ich, durchaus auch angezeigt, so einen bescheidenen Betrag auch an Pizol zu schicken. Und mit 6 Jahren natürlich auch abschaubar, oder? Natürlich, also es ist überschaubar und ich glaube, es ist auch überschaubar, weil es vor allem ein bisschen in die nächste Legislaturperiode hineingeht und es soll auch der Bahn Gelegenheit geben, letztlich auch Massnahmen zu ergreifen, um sich finanziell können auf ein anderes Bein oder auf eine verbesserte Situation zu erreichen. Jörg Tanner, also ganz investiert in Pizol, 6 mal 52.400 Franken. Warum? Der Gemeinderat hat entschieden, dass der Betrag für Pizol wert ist. Wir sind überzeugt, dass auch die Bevölkerung dem Betrag zusprechen wird. Ihr stimmt jedes Jahr darüber ab? Dem ist nicht so. Wir werden jetzt zuerst mal in der Bürgerversammlung 2018 die 52.400 Franken in Voranschlag aufnehmen. Dazu werden 2-3 Erläuterungen noch präsentiert. Und das würde bedeuten, dass der dann noch die nächsten 6 Jahre auffällig wird sein. Was hat sich ganz denn davon, wenn Sie es hier investieren? Wir finden, der Pizol macht ein super Winter- und Sommerangebot. Das ist für unsere Bevölkerung ein erheblicher Mehrwert, den wir anbieten können, in Minuten erreichbar. Ich glaube, es ist ein Privileg gegenüber vielen Gemeinden und Regionen, dass wir das haben können. Und wie schon gesagt, das soll uns etwas wert sein. Daniel Bühler, Bader Gatz zahlt 6 Jahre lang jedes Jahr 189.000 Franken bei Pizol. Ist das eine harte Diskussion gewesen? Also eine harte Diskussion ist es unter den Gemeinden und auch mit dem Kanton. Verhandlungen mit dem Kanton sind aber zielführend gewesen, auch mit den Gemeinden. Und es ist gut, dass der Kanton auch gesagt hat, dass gewisse Bedingungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde erfüllt werden müssen, damit Gelder fließen können. Was für Bedingungen sind denn das? Also es sind vor allem finanzielle Bedingungen, die die Pizolbahn jährlich muss erfüllen muss, damit die Gelder vom Kanton, aber auch von der Gemeinde fließen können. Können Sie den Gesamtbetrag der nächsten Bürgerversammlung beschliessen oder jedes Jahr wieder von Neuem? Also in Bad Ragaz gibt es ein Gutachten und einen Antrag über den Gesamtkredit, wo man die Pizolbahn während der nächsten 6 Jahre zahlen möchte. Jetzt zahlen Sie den höchsten Beitrag, mehr als Filterzwangs. Warum denn das? Also das ist auch mit den Verhandlungen mit dem Kanton herausgekommen. Der Regierungsrat Damann hat klar gesagt, dass die 2 Zubringergemeinden mehr zahlen müssen als alle anderen Gemeinden auch. Und dann ist eine Bedingung gewesen, dass die 2 Zubringergemeinden rund 2/3 der finanziellen Beiträge der Gemeinden zahlen tun und 1/3 die anderen restlichen 4 Gemeinden. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Sagen Bürger ein Ja dazu? Und ist der Pizol wichtig für Ragaz hier? Also ich kann vor allem für Bad Ragaz reden. Ich meine, das Naherholungsgebiet Pizol ist bei den Bürgern verankert. Man ist auch stolz auf das Naherholungsgebiet. Und ich gehe
fest davon aus, dass der Kredit auch bei der Bevölkerung positiv ankommt und dass der Kredit auch genehmigt wird an der Bürgerversammlung. Nicht zuletzt muss man sagen, auch du als Gemeindepräsident, du bist immer wieder jemand da oben, gell? Obwohl du auch immer wieder sagst, du bist ein Sofientaler. Aber mit uns irgendwie, du bist mit dem Pizol auch so wie ein bisschen verwurzelt. Das ist für dich etwas Wichtiges, gell? Ja, das ist so. Ich wohne in Bad Ragaz. Ich darf mit der Familie hier wohnen in Bad Ragaz. Und jetzt ist klar, wir nutzen die Infrastrukturen und auch das Naherholungsgebiet von Bad Ragaz und Umgebung nutzen, weil das ist jetzt unsere Heimat. Vielleicht noch mal zurück zu den Bedingungen. Was für Bedingungen sind es denn genau? Also man hat diverse Bedingungen festgelegt, um den Betrag aufzuteilen unter den Gemeinden, wie zum Beispiel die Anzahl Saisonabonnements der Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Gemeinden wohnen, die Anzahl Mitarbeitenden, die bei der Bezoll angestellt sind und in diesen Gemeinden wohnen. Dann war die einfache Steuerkraft noch ein Kriterium gewesen. Und dann ein weiteres Kriterium waren die Anzahl Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden. Das waren so die Kriterien gewesen. Und anhand dieser Kriterien hat man den gesamten Beitrag auf die Gemeinden aufgeteilt. Und wie gesagt, rund zwei Drittel sind auf die Zubringergemeinden aufgeteilt worden, anhand dieser Kriterien, und ein Drittel auf die restlichen vier Gemeinden. Könnte man also zusammenfassend sagen, fast ein bisschen eine Win-Win-Situation, oder? Also ja, ist ja so. Wichtig war einfach, dass man klare Kriterien hatte. Und ja, es war nicht einfach, um die Kriterien zu finden, aber es muss nachvollziehbar sein für die Bevölkerung, nach welchen Kriterien der Betrag jetzt von jährlich 540'000 auf die Gemeinden aufgeteilt sind. Und wir sind der Meinung, es ist ein fairer Verteilschlüssel, aber wie gesagt, es müssen klare Kriterien dahinter sein. Filter Zwangs, 6 Jahre Zahlungen für ein Pizol im Bereich von jährlich über knapp 158'000. Ist das eine harzige Diskussion gewesen? Eine harzige Diskussion war es, wo wir erfahren haben, dass wir sollen die für 10 Jahre lang 10 Defizite übernehmen von der Pizolbahnen. Da haben wir uns geweigert und gesagt, das kommt nicht in Frage, das dürfen wir nicht machen, das können wir nicht mit den Steuergeldern so umgehen. Was wir aber dabei sind, das ist die 6 Jahre lang Abgeltung vom öffentlichen Interessen. Und in unserer Wahrnehmung ist eben die Pizolbahn eigentlich eine Einrichtung vom Service Public. Die Bahn und der Bus würden ja auch mit Subventionen unterstützt, damit sie überhaupt fahren können. Mit den Billetten allein könnten die auch nicht rauskommen. Und wir schauen das etwa ähnlich an. Es ist ein namhafter Betrag natürlich, den man hier in diesen 6 Jahren zahlt. Also, tun wir jetzt einfach der und dreimal beschliessen oder jedes Jahr dann aufs Neue? Nein, wir holen den Gesamtkredit von 945'000 Franken an der Bürgerversammlung von diesem Jahr ein. Das ist auf den ersten Blick ist das wirklich ein rechter Betrag. Es ist eben, wie gesagt, jährlich etwa 157'000 Franken aufgerundet. Und das ist aber auf das gesamte Gemeindebudget betrachtet, entspricht das 0,5%. Also von dem her ist das tragbar. Und es ist auch so, dass wir eine tolle Unterstützung haben innerhalb der Gemeinde, von der Ortsgemeinde Filters, Ortsgemeinde Wangs und von der Alpkorporation Wangs. Also das sollte eigentlich durchgehen, he? Ich hoffe es. Ich kann mir es auch gut vorstellen, dass es durchgeht, weil jede dritte Person in unserer Gemeinde hat ein Abonnement. Und damit meine ich, ist die Verbundenheit zu den Pizolbahnen eigentlich ziemlich klar dargestellt. Ist das wie so ein Win-Win-Geschäft, dass ihr gebt etwas, aber ihr kriegt auch etwas? Oder was sind denn die Auflagen, die ihr damit verknüpft? Ja, das sind sehr strenge Auflagen, die wir selber entwickelt haben, einerseits unter der Gemeinde, zusammen dann nachher mit dem Kanton. Der Kanton ist ja auch im Boot. Während 3 Jahre lang zahlt er jedes Jahr 300'000 Franken. Und die Bedingungen, die sind sehr umfangreich. Zum Beispiel, wenn es Gewinn gibt, die darf das nicht verwendet werden zur Ausschüttung von Dividenden oder Tantiemen. Und es darf keine Abweichung geben vom Investitionsprogramm. Also, das ist eine Knacknuss für einen Verwaltungsrat, mit diesen Bedingungen die Sanierung von dieser Bahn in diesen 6 Jahren herzubringen. Ist es auch ein Knacknuss gewesen, um das unter den Gemeinden zu verteilen? Also, ihr seid ja der zweitgrösste Zahler, ein ganzes Zahl mehr. Also, habt ihr noch geschickt verhandelt oder hat es da irgendeinen Schlüssel gegeben?
Es hat einen Schlüssel gegeben, ziemlich einen umfangreichen Schlüssel. Das vorhandene Aktienkapital spielt eine Rolle, die Steuerkraft spielt eine Rolle, die Einwohnerzahl, Mitarbeiter, die vom Ort kommen. Das sind alles Kriterien, die ins Gewicht gefallen sind. Oder eben auch die verkauften Abonnements. Dort sind wir führend mit 1600 Abonnements, die allein Bürgerinnen und Bürger aus unserer Gemeinde kaufen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wir sind relativ schnell unter den Gemeinden einig gewesen und haben Solidarität hergebracht. Und da ist mir eigentlich meine grösste Freude, dass wir hier miteinander sehr gut unterwegs sind. Auch als Journalist hat mich gefreut, dass eine richtige solidarische Gemeinschaft eigentlich eine politische Meisterleistung eigentlich für etwas, das ihr alle für wichtig findet. Ja, das ist tatsächlich so. Jetzt hat man vielleicht hinterher gehört, Guckermusik ist schmutziger Donnerstag, aber das ist nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dass gerade kurz vorher so eine Meldung gekommen ist via Medien, dass der Winter auch mehr Einnahmen gebracht hat. Also es ist eigentlich ein guter Winter zum Abstimmen. Ich nehme an, auch die Pizolbahnen, wenn natürlich Schnee liegt wie jetzt, wird es besser gehen. Ja, ganz sicher. Und wenn ich denke, wie viel Mal das hier unter der Woche der Parkplatz voll ist, oder wenn ich denke, wie super Pistenverhältnisse sind und die Leute kommen tatsächlich jetzt Skifahren. Das ist natürlich auch so, wenn es Schnee hat, gehen die Leute Skifahren. Das ist ganz klar. Und ich hoffe es auch, dass es ein gutes Resultat gibt und dass jetzt der Winter noch so weitergeht, wie er angefangen hat. Unterstützung für den Pizol auch von der bevölkerungsreichsten Gemeinde von Melz. 93.800 Franken zahlen der während 6 Jahren am Pizol her. Wie sehen Sie die Unterstützung, Guido Fischer? Einerseits ist es natürlich so, es ist eine Privatfirma und da gibt es Grenzen. Da muss man auch sehr aufpassen als Präjudiz. Andererseits soll es eine Chance sein, dass sich Pizolbahnen hier weiterentwickeln können, auf einen nachhaltigen Weg gehen können. Bei euch ist eindeutig so, dass es ein Referendum gibt, oder? Also mit anderen Worten, nach der Fasnacht wird das Referendum jetzt gestartet. Was heisst das konkret? Es heisst konkret, an und für sich so einen Betrag, so eine Unterstützung, das kann nur sein, wenn die Bevölkerung als solches dahinter steht. Eigentlich wäre es angedacht, an der Bürgerversammlung das zu machen, aber da wir Budget und Rechnungsgemeinde haben und das nächste Rechnungsgemeinde ist, können wir es gar nicht an die Bürgerversammlung bringen. Darum ist die Variante, die wir zur Verfügung haben, dass der Gemeinderat entscheidet im Sinne der Region, dass wir das unterstützen, aber die Bürger die Möglichkeit haben, mit einem fakultativen Referendum, mit der Sammlung von Unterschriften, wenn sie wollen, eine Abstimmung zu verlangen. Also eine urdemokratische Angelegenheit. Der Gemeinderat steht dahinter und Bürger und Bürgerinnen die können jetzt entscheiden, oder? Das ist richtig und es ist auch wichtig, dass Bürger und Bürgerinnen und Bürger sich hier entscheiden können und können sagen, ist es uns das wert, wenn wir das unterstützen oder sehen wir es anders? Mal anders gefragt, was habt denn ihr davon, wenn ihr das unterstützt? Was haben Bürgerinnen und Bürger davon? Es geht darum, dass ja die Pizolbahnen finanziell grundlegende strukturelle Probleme haben. Die Frage, kann man den Schritt weiterkommen? Mit dem Betrag, der jetzt überschaubar ist, dort, haben die Pizolbahnen eine Chance, diese Situation zu bereinigen und auf einen Weg zu stellen oder auf Bein zu stellen, der wieder Zukunft haben kann. Die Chance wollen wir ihnen geben. Jetzt geht es um das strukturelle Defizit und jetzt schüttet ihr eben 693.800 Franken aus an ein Unternehmen. Was ist denn das Gute an dieser Lösung? Wir können dahinterstehen, weil es eine wirklich konsequent unternehmerische Lösung ist. Also die Verantwortung bleibt 100% bei den Pizolbahnen. Sie haben auch die Möglichkeiten, dass sie sich verbessern, wie sie das sehen. Wir geben nicht einfach Defizitbeitrag, sondern geben einfach nur eine Grundlage, um ihnen zu ermöglichen, weiterzukommen. Zusätzlich haben wir auch übrigens die Dorfgemeinde, die 10'000 Franken zahlt, also geht von der politischen Gemeinde der Betrag weg, also Ortsgemeinde Mels und Ortsgemeinde Wies, dann noch 1'000 Franken daran gibt. Insgesamt das wirklich eine breite Unterstützung von der Pizolbahnen durch die Region, oder? Und ich glaube, das zeigt auch, dass sich Gemeinden da zusammen mit der Bevölkerung, mit den Bürgerinnen und Bürgern weit zum Fenster rauslehnen und eben hinter diesen Pizolbahnen wirklich stehen, oder? Ja, das ist, die Grundlage ist da, eben unter dieser Bedingung, dass wirklich die unternehmerische Verantwortung voll bei den Pizolbahnen bleibt, dass man nicht plötzlich einen öffentlichen Betrieb gibt oder dass öffentlich wird, sondern wir hier schauen, wo sind die besten Lösungen und das kann nur die Pizolbahn selber.